Ja, hallo Freunde. Ich war mal wieder für euch unterwegs und zwar diesmal in Andalusien auf dem Caminito del Rey. Ja, ne, ihr seht unten der alte Weg, darüber der neue natürlich etwas kleiner, deswegen nicht mehr Camino, sondern Caminito. Hier geht's rein vom Parken aus, von der Straße aus. Ja, und was seht ihr dann? Nüscht. Deswegen sage ich schon mal Handy an die Hand nehmen. Und hier ist dann wieder Ende am Licht des Tunnels. So, von da aus müsst ihr dann noch circa 15 Minuten gehen und seid dann erst am tatsächlichen Eingang, wichtig für die Einlasszeit, wenn ihr Eintrittskarten vorher besorgt. Ja, ich weise jetzt hier an der Stelle schon mal darauf hin, es gibt zwei Stellen, die einen, dem einen oder anderen sicherlich Unbehagen bereiten könnten. Das war zum einen diese Hängebrücke hier, sehr, sehr luftig. Die ist Pflicht und das hier, was ihr jetzt hier seht, ist freiwillig. Also auf dieses Plateau braucht ihr nicht. Ja, meine Lieben, das jetzt mal die ersten Eindrücke, wenn ihr hier dieses wunderbare Stück Natur betretet. Es ist Naturschutzgebiet, ich denke, das ist jedem klar. Also es ist eine ganz tolle Landschaft. Wer auf der Suche nach einem Nervenkitzel ist, ich habe die beiden Dinge gerade genannt, die mir persönlich so leichtes Unbehagen bereitet haben. Aber ein Nervenkitzel gibt es hier bei diesem Weg nicht. Also für die, ich sage mal, Adrenalin-Junkies ist hier nichts zu holen, aber für die Naturliebhaber, die gerne in einer wunderschönen Natur mal so 2, 2,5 Stunden wandern möchten, ist das sicherlich ein Erlebnis, das man wirklich absolut jedem ans Herz legen kann. Ja, ich mache gleich mal wieder ein paar Originalaufnahmen für euch mit Originalton und dann bringe ich euch so eine kleine Zusammenstellung mit Musik. Ja, und dann hören wir uns später wieder. Okay. Ja, auf den 2, 2,5 Stunden, die ihr für diesen Weg mit vielen Fotostops, so wie ich, brauchen werdet, also ich habe dann 2,5 Stunden gebraucht, ja, geht eben halt nur ein Teil auf diesem künstlich angelegten Weg und der Rest ist wirklich hier
ja, Wanderpfad, will ich mal sagen, an der Stelle, ne? Fahrstraße, wie auch immer ihr das nennen wollt, an der Stelle. Und das Ganze durch wunderschöne Natur. So, jetzt aber wirklich mal ein bisschen Musik. Ja, was sollte euch mein Fingerzeig hier signalisieren? Ja, ihr seht das, ne? Also, der Caminito del Rey ist zu überwiegendem Teil, also fast 90% nach meinem Empfinden, ich habe es nicht gemessen, Leute, über dem alten Camino del Rey gebaut. Und ihr seht, in welchem Zustand er war, ne? Gleich kommen noch ein paar bessere Aufnahmen. Ja, und es gab ja leider über die Jahre immer wieder, ja, ein paar Leichtsinnige, die den Weg gegangen sind. Viele sind da leider zu Tode gekommen, das muss man auch dabei sagen. Ja. Und jetzt hat man sich entschlossen, hier diesen neuen Weg für uns zu bauen. Also ganz, ganz toll gemacht hier. Also im Endeffekt das gleiche System. Natürlich etwas moderneres Trägersystem, ne? Flexibler natürlich auch wegen dem Wind und wegen dem Gewicht und so weiter und so fort. Aber ihr merkt das Pendeln bis auf der Hängebrücke überhaupt nicht hier. Und hier nochmal ganz nah rangefahren. Der alte Weg im desolaten Zustand, gleich seht ihr es normal. Teilweise waren Löcher drin, aber es gab immer wieder welche, die meinten, es gäbe irgendeine Medaille, eine Adrenalin-Medaille zu gewinnen und den Weg gegangen sind. Ja, und viele von ihnen sind auch heute nicht mehr da. Hier seht ihr es nochmal ganz deutlich. Also war in einem extrem schlechten Zustand. Ja, dann freuen wir uns darüber, dass wir für 10 Euro Eintritt jetzt hier einen schönen neuen Weg haben. Okay, ich mache mal wieder ein bisschen Musik für euch.
Hier nochmal der deutliche Hinweis an alle mit Höhenangst, also bitte nicht machen. Das Ganze ist hier sehr luftig und diese Brücke, zumindest bei meinem dreistelligen Gewicht, hat das unheimlich geschwankt. Ne? Also noch kein Überreden, sowas zu machen, wenn man weiß, dass der unter Höhenangst leidet. Weil nochmal, es ist sehr luftig und es schwankt auch extrem. Also wie gesagt, nochmal nicht machen bei Höhenangst. Ja, schauen wir mal nach dem Rest des Weges. Ja, meine Lieben, das war's fast schon wieder. Hier sind wieder die Aufnahmen mit der Canon gemacht worden. Und ich denke, ihr seid bei mir. Ne? Es ist eine tolle Landschaft, überragend. Und auch der Weg hat natürlich was. Ne? Also es macht schon einen Riesenspaß, das Ganze mal zu machen. Ja, ich bringe euch jetzt so nach und nach immer wieder mal was aus Andalusien, meiner zweiten Heimat. Ja, auch einige Wanderungen. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Muss natürlich immer die Zeit finden, die Filme für euch zu erstellen. Ich hoffe an der Stelle, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich konnte euch ein wenig mitnehmen auf den Caminito del Rey. Ja, jetzt folgen noch gleich wieder, wie ihr mir gewohnt seid, die Fotos. Ja, dann wünsche ich euch jetzt alles Gute. Vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Dirk, euer Dirki, euer Mr. Bullfish, wie auch immer ihr wollt. Hasta luego. The TV man spoke of death on some coast. I saw the crumbling debris. It dealt me a blow, but I'm thankful to know could never happen to me. I am standing on motionless land, a constant under my feet. God, four walls and a roof overhead, it could never happen to me. I feel for the poor folks who wander the street in search of their daughters and sons. It's sad there are people with nothing to eat, but I'm thankful I'll never be one. I've worked for my family and home. My whole life I've fought to be free. No one deserves to be homeless alone, but it could never happen to me. I've lived my life righteous and wise. I've chosen my path carefully. Someone just has to be smiling on high.